Robinson hörte das Bedauern aus der Frage heraus und antwortete: Ich bin Diener, aber das bemerken nur wenige Leute. Du siehst, du selbst wusstest es nicht, obwohl du schon ein Weilchen bei uns bist. Du hast ja gesehen, wie ich in der Nacht bei euch im Hotel angezogen war. Das Feinste vom Feinen hatte ich an. Gehen Diener so angezogen? Nur ist eben die Sache die, dass ich nicht oft weggehen darf. Ich muss immer bei der Hand sein. In der Wirtschaft ist eben immer etwas zu tun. Eine Person ist eben zu wenig für die viele Arbeit. Wie du vielleicht bemerkt hast, haben wir sehr viele Sachen im Zimmer herumstehen. Was wir eben bei dem großen Auszug nicht verkaufen konnten, haben wir mitgenommen. Natürlich hätte man es wegschenken können, aber Brunelda schenkt nichts weg. Denk dir nur, welche Arbeit es gegeben hat, diese Sachen die Treppe heraufzutragen. Robinson, du hast das alles heraufgetragen? Fragte Karl. Wer denn sonst? Sagte Robinson. Es war noch ein Hilfsarbeiter da, ein faules Luder. Ich habe die meiste Arbeit allein machen müssen. Brunelda ist unten beim Wagen gestanden, de la Marche hat oben angeordnet, wohin die Sachen zu legen sind, und ich bin immerfort hin und her gelaufen. Es hat 2 Tage gedauert, sehr lange, nicht wahr? Aber du weißt ja gar nicht, wie viele Sachen hier im Zimmer sind. Alle Kasten sind voll und hinter den Kasten ist alles vollgestopft, bis zur Decke hinauf. Wenn man ein paar Leute für den Transport aufgenommen hätte, wäre ja alles bald fertig gewesen, aber Brunelda wollte es niemandem außer mir anvertrauen. Es war ja sehr schön, aber ich habe damals meine Gesundheit für mein ganzes Leben verdorben. Und was habe ich denn sonst gehabt als meine Gesundheit? Wenn ich mich nur ein wenig anstrenge, sticht es mich hier und hier und hier. Glaubst du, diese Jungen im Hotel, diese Grasfrösche, was sind sie denn sonst, hätten mich jemals besiegen können, wenn ich gesund wäre? Aber was mir auch fehlen sollte, dem de la Marche und der Brunelda sage ich kein Wort. Ich werde arbeiten, solange es gehen wird. Und wenn es nicht mehr gehen wird, werde ich mich hinlegen und sterben. Und dann erst, zu spät, werden sie sehen, dass ich krank gewesen bin und trotzdem immerfort und immerfort weitergearbeitet und mich in ihren Diensten zu Tode gearbeitet habe. Ach, Rossmann, sagte er schließlich und trocknete die Augen an Karls Hemdärmel. Nach einem Weilchen sagte er: Ist dir denn nicht kalt? Du stehst da so im Hemd. Geh, Robinson, sagte Karl. Immerfort weinst du. Ich glaube nicht, dass du so krank bist. Du siehst ganz gesund aus, aber weil du immerfort da auf dem Balkon liegst, hast du dir so Verschiedenes ausgedacht. Du hast vielleicht manchmal einen Stich in der Brust. Das habe ich auch, das hat jeder. Wenn alle Menschen wegen jeder Kleinigkeit so weinen wollten wie du, müssten die Leute auf allen Balkonen weinen. Ich weiß es besser, sagte Robinson und wischte nun die Augen mit dem Zipfel seiner Decke. Der Student, der nebenan bei der Vermieterin wohnt, die auch für uns kochte, hat mir letzthin, als ich das Essgeschirr zurückbrachte, gesagt: Hören Sie einmal, Robinson, sind Sie nicht krank? Mir ist verboten, mit den Leuten zu reden, und so habe ich nur das Geschirr hingelegt und wollte weggehen. Da ist er zu mir gegangen und hat gesagt: Hören Sie, Mann, treiben Sie die Sache nicht zum Äußersten. Sie sind krank. Ja, also, ich bitte, was soll ich denn machen, habe ich gefragt. Das ist Ihre Sache, hat er gesagt und hat sich umgedreht. Die anderen dort bei Tisch haben gelacht. Da haben wir hier überall Feinde und so bin ich lieber weggegangen. Also Leuten, die dich zum Narren halten, glaubst du, und Leuten, die es gut mit dir meinen, glaubst du nicht? Aber ich muss doch wissen, wie mir ist, fuhr Robinson auf, kehrte aber gleich wieder zum Weinen zurück. Du weißt eben nicht, was dir fehlt. Du solltest irgendeine ordentliche Arbeit für dich suchen, statt dir de la Marche Diener zu machen. Denn soweit ich nach deinen Erzählungen und nach dem, was ich selbst gesehen habe, urteilen kann, ist das hier kein Dienst, sondern eine Sklaverei. Das kann kein Mensch ertragen, das glaube ich dir. Du aber denkst, weil du de la Marches Freund bist, darfst du ihn nicht verlassen. Das ist falsch. Wenn er nicht einsieht, was für ein elendes Leben du führst, so hast du ihm gegenüber nicht die geringste Verpflichtung mehr. Du glaubst also wirklich, Rossmann, dass ich mich wieder erholen werde, wenn ich das Dienen hier aufgebe? Gewiss, sagte Karl. Gewiss? Fragte nochmals Robinson. Ganz gewiss, sagte Karl lächelnd. Dann könnte ich ja gleich anfangen, mich zu erholen, sagte Robinson und sah Karl an. Wieso denn? Fragte dieser.
Nun, weil du doch meine Arbeit hier übernehmen sollst, antwortete Robinson. Wer hat dir denn das gesagt? Fragte Karl. Das ist doch ein alter Plan. Davon wird ja schon seit einigen Tagen gesprochen. Es hat damit angefangen, dass Brunelda mich ausgezankt hat, weil ich die Wohnung nicht sauber genug halte. Natürlich habe ich versprochen, dass ich alles gleich in Ordnung bringen werde. Nun, das ist aber sehr schwer. Ich kann zum Beispiel in meinem Zustand nicht überall hinkriechen, um den Staub wegzuwischen. Man kann sich schon in der Mitte des Zimmers nicht rühren, wie erst dort zwischen den Möbeln und den Vorräten. Und wenn man alles genau reinigen will, muss man doch auch die Möbel von ihrem Platz wegschieben. Und das soll ich allein machen? Außerdem müsste das alles ganz leise geschehen, weil doch Brunelda, die ja das Zimmer kaum verlässt, nicht gestört werden darf. Ich habe also zwar versprochen, dass ich alles reinmachen werde, aber reingemacht habe ich es tatsächlich nicht. Als Brunelda das bemerkt hat, hat sie zu de la Marche gesagt, dass das nicht so weitergeht und dass man noch eine Hilfskraft wird aufnehmen müssen. Ich will nicht, de la Marche, hat sie gesagt, dass du mir einmal Vorwürfe machst, ich hätte die Wirtschaft nicht gut geführt. Selbst kann ich mich nicht anstrengen, das siehst du doch ein. Und Robinson genügt nicht. Am Anfang war er so frisch und hat sich überall umgesehen, aber jetzt ist er immerfort müde und sitzt meist in einem Winkel. Aber ein Zimmer mit so vielen Gegenständen, wie das unsere hält, sich nicht selbst in Ordnung. Daraufhin hat Delamarche nachgedacht, was sich da tun ließe, denn eine beliebige Person kann man natürlich in einen solchen Haushalt nicht aufnehmen, auch zur Probe nicht. Denn man passt uns ja von allen Seiten auf. Weil ich aber dein guter Freund bin und von Renelle gehört habe, wie du dich im Hotel plagen musst, habe ich dich in Vorschlag gebracht. Delamarche war gleich einverstanden, obwohl du dich damals gegen ihn so keck benommen hast, und ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich dir so nützlich sein konnte. Für dich ist nämlich diese Stellung wie geschaffen. Du bist jung, stark und geschickt, während ich nichts mehr wert bin. Nur will ich dir sagen, dass du noch keineswegs aufgenommen bist. Wenn du Brunelda nicht gefällst, können wir dich nicht brauchen. Also strenge dich nur an, dass du ihr angenehm bist. Für das Übrige werde ich schon sorgen. Und was wirst du machen, wenn ich hier Diener sein werde? Fragte Karl. Er fühlte sich so frei, der erste Schrecken, den ihm die Mitteilung Robinsons verursacht hatte, war vorüber. Delamarche hatte also keine schlimmeren Absichten mit ihm, als ihn zum Diener zu machen. Hätte er schlimmere Absichten gehabt, dann hätte sie der plapperhafte Robinson gewiss verraten. Wenn es aber so stand, dann getraute sich Karl noch heute Nacht den Abschied durchzuführen. Man kann niemanden zwingen, einen Posten anzunehmen. Und während Karl früher Sorgen gehabt hatte, ob er nach seiner Entlassung aus dem Hotel bald genug, um vor Hunger geschützt zu sein, einen passenden und womöglich nicht unansehnlicheren Posten bekommen würde, schien ihm jetzt im Vergleich zu dem ihm hier zugedachten Posten, der ihm widerlich war, jeder andere Posten gut genug, und selbst die stellunglose Not hätte er diesem Posten vorgezogen. Robinson das aber begreiflich zu machen, versuchte er gar nicht, besonders da Robinson jetzt in jedem Urteil durch die Hoffnung völlig befangen war, von Karl entlastet zu werden. Ich werde also, sagte Robinson und begleitete die Rede mit behaglichen Handbewegungen, die Ellbogen hatte er auf das Geländer aufgestützt, dir zunächst alles erklären und die Vorräte zeigen. Du bist gebildet und hast sicher auch eine schöne Schrift, du könntest also gleich ein Verzeichnis all der Sachen machen, die wir da haben. Das hat sich Brunelda schon längst gewünscht. Wenn morgen Vormittag schönes Wetter ist, werden wir Brunelda bitten, dass sie sich auf den Balkon setzt. Und inzwischen werden wir ruhig und ohne sie zu stören im Zimmer arbeiten können. Denn darauf, Rossmann, musst du vor allem Acht geben. Nur nicht Brunelda stören. Sie hört alles. Wahrscheinlich hat sie als Sängerin so empfindliche Ohren. Du rollst zum Beispiel das Fass mit Schnaps, das hinter dem Kasten steht, heraus. Es macht Lärm, weil es schwer ist und dort überall verschiedene Sachen herumliegen, sodass man es nicht mit einem Male durchrollen kann. Brunelda liegt zum Beispiel ruhig auf dem Kanapee und fängt Fliegen, die sie überhaupt sehr belästigen. Du glaubst also, sie kümmert sich um dich nicht und rollst dein Fass weiter. Sie liegt noch immer ruhig, aber in einem Augenblick, wo du es gar nicht erwartest und wo du am wenigsten Lärm machst, setzt sie sich plötzlich aufrecht, schlägt mit beiden Händen auf das Kanapee, dass man sie vor Staub nicht sieht, seit wir hier sind, habe ich das Kanapee nicht ausgeklopft. Ich
kann ja nicht, sie liegt doch immerfort darauf und fängt schrecklich zu schreien an wie ein Mann und schreit so stundenlang. Singen haben ihr die Nachbarn verboten, das Schreien aber kann ihr niemand verbieten, sie muss schreien. Übrigens geschieht es ja jetzt nur selten. Ich und Delamarche sind sehr vorsichtig geworden. Es hat ihr ja auch sehr geschadet. Einmal ist sie ohnmächtig geworden und ich habe, Delamarche war gerade weg, den Studenten von nebenan holen müssen, der hat sie aus einer großen Flasche mit Flüssigkeit bespritzt. Es hat auch geholfen, aber diese Flüssigkeit hat einen unerträglichen Geruch gehabt. Noch jetzt, wenn man die Nase zum Kanapee hält, riecht man es. Der Student ist sicher unser Feind, wie alle hier. Du musst dich auch vor allen in Acht nehmen und dich mit keinem einlassen. Du, Robinson, sagte Karl, das ist aber ein schwerer Dienst. Da hast du mich für einen schönen Posten empfohlen. Mach dir keine Sorgen, sagte Robinson und schüttelte mit geschlossenen Augen den Kopf, um alle möglichen Sorgen Karls abzuwehren. Der Posten hat auch Vorteile, wie sie dir kein anderer Posten bieten kann. Du bist immerfort in der Nähe einer Dame wie Brunella. Du schläfst manchmal mit ihr im gleichen Zimmer. Das bringt schon, wie du dir denken kannst, verschiedene Annehmlichkeiten mit sich. Du wirst reichlich bezahlt werden. Geld ist in Menge da. Ich habe als Freund Delamarches nicht bekommen. Nur wenn ich ausgegangen bin, hat mir Brunella immer etwas mitgegeben. Aber du wirst natürlich bezahlt werden, wie ein anderer Diener. Du bist ja auch nichts anderes. Das Wichtigste für dich aber ist, dass ich dir den Posten sehr erleichtern werde. Zunächst werde ich natürlich nichts machen, damit ich mich erhole. Aber wie ich nur ein wenig erholt bin, kannst du auf mich rechnen. Die eigentliche Bedienung Brunellas behalte ich überhaupt für mich, also das Frisieren und Anziehen, soweit es nicht Delamarche besorgt. Du wirst dich nur um das Aufräumen des Zimmers und um Besorgung und die schwereren häuslichen Arbeiten kümmern müssen. Nein, Robinson, sagte Karl, das alles verlockt mich nicht. Mach keine Dummheiten, Rossmann, sagte Robinson nahe an Karls Gesicht. Verscherze dir nicht diese schöne Gelegenheit. Wo bekommst du denn gleich einen Posten? Wer kennt dich? Wen kennst du? Wir zwei Männer, die schon viel erlebt haben und große Erfahrungen besitzen, sind wochenlang herumgelaufen, ohne Arbeit zu bekommen. Es ist nicht leicht, es ist sogar verzweifelt schwer. Karl nickte und wunderte sich, wie vernünftig Robinson sprechen konnte. Für ihn hatten diese Ratschläge allerdings keine Geltung. Er durfte hier nicht bleiben. In der großen Stadt würde sich wohl noch ein Plätzchen für ihn finden. Die ganze Nacht über, das wusste er, waren alle Gasthäuser überfüllt. Man brauchte Bedienung für die Gäste, darin hatte er nun schon Übung. Er würde sich schon rasch und unauffällig in irgendeinen Betrieb einfügen. Gerade im gegenüberliegenden Hause war unten ein kleines Gasthaus untergebracht, aus dem eine rauschende Musik hervordrang. Der Haupteingang war nur mit einem großen gelben Vorhang verdeckt, der manchmal von einem Luftzug bewegt, mächtig in die Gasse hinausflatterte. Sonst war es in der Gasse freilich viel stiller geworden. Die meisten Balkone waren finster, nur in der Ferne fand sich noch hier und dort ein einzelnes Licht. Aber kaum fasste man es für ein Weilchen ins Auge, erhoben sich dort die Leute und während sie in die Wohnung zurückdrängten, griff ein Mann an die Glühlampe und drehte, als letzter, auf dem Balkon zurückbleibend, nach einem kurzen Blick auf die Gasse das Licht aus. »Nun beginnt ja schon die Nacht«, sagte sich Karl. »Bleibe ich noch länger hier, gehöre ich schon zu Ihnen.« Er drehte sich um den Vorhang vor der Wohnungstür wegzuziehen. »Was willst du?« sagte Robinson und stellte sich zwischen Karl und dem Vorhang. »Weg will ich«, sagte Karl. »Lass mich, lass mich!« »Du willst sie doch nicht stören«, rief Robinson. »Was fällt dir denn nur ein?« Und er legte Karl die Arme um den Hals, hing sich mit seiner ganzen Last an ihn, umklammerte mit den Beinen Karls Beine und zog ihn so in dem Augenblick auf die Erde nieder. Aber Karl hatte unter den Liftjungen ein wenig raufen gelernt und so stieß er Robinson die Faust unter das Kinn, aber schwach und voll Schwung.
Der gab Karl noch rasch und ganz rücksichtslos mit dem Knie einen vollen Stoß in den Bauch, fing dann aber beide Hände am Kinn so laut zu heulen an, dass von dem benachbarten Balkon ein Mann unter wilden Händeklatschen Ruhe befahl. Karl lag noch ein wenig still, um den Schmerz, den ihm der Stoß Robinsons verursacht hatte, zu verwinden. Er wandte nur das Gesicht zum Vorhang hin, der ruhig und schwer vor dem offenen, dunklen Fenster hing. Es schien ja niemand mehr im Zimmer zu sein. Vielleicht war Delamarque mit Brunelda ausgegangen und Karl hatte schon völlige Freiheit. Robinson, der sich wirklich wie ein Wächterhund benahm, war ja endgültig abgeschüttelt. Da ertönten aus der Ferne von der Gasse her stoßweise Trommeln und Trompeten. Einzelne Rufe vieler Leute sammelten sich bald zu einem allgemeinen Schreien. Karl drehte den Kopf und sah, wie sich alle Balkone von neuem belebten. Langsam erhob er sich. Er konnte sich nicht ganz aufrichten und musste sich schwer gegen das Geländer drücken. Unten auf dem Trottoir marschierten junge Burschen mit großen Schritten, ausgestreckten Armen, die Mützen in der erhobenen Hand, die Gesichter zurückgewandt. Die Fahrbahn blieb noch frei. Einzelne schwenkten auf hohen Stangen Lampions, die von einem gelblichen Rauch umhüllt waren. Gerade traten die Trommler und Trompeter in breiten Reihen ans Licht und Karl staunte über ihre Menge. Da hörte er hinter sich Stimmen, drehte sich um und sah den Delamarque den schweren Vorhang heben und dann aus dem Zimmer dunkel Brunelda treten, im roten Kleid, mit einem spitzen Überwurf um die Schultern, einem dunklen Häubchen über dem wahrscheinlich unfrisierten und bloß aufgehäuften Haar, dessen Enden lose hie und da hervorsahen. In der Hand hielt sie einen kleinen, ausgespannten Fächer, bewegte ihn aber nicht, sondern drückte ihn eng an sich. Karl schob sich dem Geländer entlang zur Seite, um den beiden Platz zu machen. Gewiss würde ihn niemand zum Hierbleiben zwingen. Und wenn es auch Delamarque versuchen wollte, Brunelda würde ihn auf seine Bitte sofort entlassen. Sie konnte ihn ja gar nicht leiden. Seine Augen erschreckten sie. Aber als er einen Schritt zur Tür hin machte, hatte sie es doch bemerkt und sagte: »Wohin denn, Kleiner?« Karl stockte vor den strengen Blicken Delamarques und Brunelda zog ihn zu sich. »Willst du dir denn nicht den Aufzug unten ansehen?« sagte sie und schob ihn vor sich an das Geländer. »Weißt du, worum es sich handelt?« hörte Karl sie hinter sich sagen und machte ohne Erfolg eine unwillkürliche Bewegung, um sich ihrem Druck zu entziehen. Traurig sah er auf die Gasse hinunter, als sei dort der Grund seiner Traurigkeit. Delamarque stand zuerst mit gekreuzten Armen hinter Brunelda, dann lief er ins Zimmer und brachte Brunelda den Operngucker. Unten war hinter den Musikanten der Hauptteil des Aufzuges erschienen. Auf den Schultern eines riesenhaften Mannes saß ein Herr, von dem man in dieser Höhe nichts anderes sah als seine mattschimmernde Glatze, über der er seinen Zylinderhut ständig grüßend hoch erhoben hielt. Rings um ihn wurden offenbar Holztafeln getragen, die vom Balkon ausgesehen ganz weiß erschienen. Die Anordnung war derartig getroffen, dass diese Plakate von allen Seiten sich förmlich an den Herrn anlehnten, der aus ihrer Mitte hervorragte. Da alles im Gange war, lockerte sich diese Mauer von Plakaten immerfort und ordnete sich dann immerfort von Neuem. In weiterem Umkreis war um den Herrn die ganze Breite der Gasse, wenn auch, soweit man im Dunkeln schätzen konnte, auf eine unbedeutende Länge hin von Anhängern des Herrn angefüllt, die sämtlich in die Hände klatschten und wahrscheinlich den Namen des Herrn, einen ganz kurzen,
aber unverständlichen Namen in einem getragenen Gesange verkündeten. Einzelne, die geschickt in der Menge verteilt waren, hatten Automobillaternen mit äußerst starkem Licht, dass sie die Häuser auf beiden Seiten der Straße langsam auf- und abwärts führten. In Karls Höhe störte das Licht nicht mehr, aber auf den unteren Balkonen sah man die Leute, die davon bestrichen wurden, eiligst die Hände an die Augen führen. De la Marck erkundigte sich auf die Bitte Brunelders bei den Leuten auf dem Nachbarbalkon, was die Veranstaltung zu bedeuten habe. Karl war ein wenig neugierig, ob und wie man ihm antworten würde. Und tatsächlich musste de la Marck dreimal fragen, ohne eine Antwort zu bekommen. Er beugte sich schon gefährlich über die Geländer. Brunelda stampfte vor Ärger über die Nachbarn leicht auf. Karl fühlte ihre Knie. Endlich kam doch irgendeine Antwort. Aber gleichzeitig fingen auf diesem Balkon, der gedrängt voll Menschen war, alle laut an zu lachen. Daraufhin schrie de la Marck etwas hinüber, so laut, dass, wenn nicht augenblicklich in der ganzen Gasse viel Lärm gewesen wäre, alles ringsum erstaunt hätte aufhorchen müssen. Jedenfalls hatte es die Wirkung, dass das Lachen unnatürlich bald sich legte. Es wird morgen ein Richter in unserem Bezirk gewählt und der, den Sie unten tragen, ist ein Kandidat, sagte de la Marck, vollkommen ruhig zu Brunelda zurückkehrend. Nein, rief er dann und klopfte liebkosend Brunelda auf den Rücken, wir wissen schon gar nicht mehr, was in der Welt vorgeht. De la Marck, sagte Brunelda, auf das Benehmen der Nachbarn zurückkommend, wie gern wollte ich übersiedeln, wenn es nicht so anstrengend wäre. Ich darf es mir aber leider nicht zumuten. Und unter großen Seufzern, unruhig und zerstreut, nestelte sie an Karls Hemd, der möglichst unauffällig immer wieder diese kleinen, fetten Händchen wegzuschieben suchte, was ihm auch leicht gelang, denn Brunelda dachte nicht an ihn. Sie war mit ganz anderen Gedanken beschäftigt. Aber auch Karl vergaß bald Brunelda und duldete die Last ihrer Arme auf seinen Achseln, denn die Vorgänge auf der Straße nahmen ihn sehr in Anspruch. Auf Anordnung einer kleinen Gruppe gestikulierender Männer, die knapp vor dem Kandidaten marschierten und deren Unterhaltungen eine besondere Bedeutung haben mussten, denn von allen Seiten sah man lauschende Gesichter sich ihnen zuneigen, wurde unerwarteterweise vor dem Gasthaus Halt gemacht. Einer dieser maßgebenden Männer machte mit erhobener Hand ein Zeichen, das sowohl der Menge als auch dem Kandidaten galt. Die Menge verstummte und der Kandidat, der sich auf den Schultern seines Trägers mehrfach aufzustellen suchte und mehrfach in den Sitz zurückfiel, hielt eine kleine Rede, während welcher er seinen Zylinder in Windeseile hin und her fahren ließ. Man sah das ganz deutlich, denn während seiner Rede waren alle Automobillaternen auf ihn gerichtet worden, sodass er in der Mitte eines hellen Sterns sich befand. Nun erkannte man aber auch schon das Interesse, welches die ganze Straße an der Angelegenheit nahm. Auf den Balkonen, die von Parteigängern des Kandidaten besetzt waren, fiel man mit in das Singen seines Namens ein und ließ die weit über das Geländer vorgestreckten Hände maschinenmäßig klatschen. Auf den übrigen Balkonen, die sogar in der Mehrzahl waren, erhob sich ein starker Gegengesang, der allerdings keine einheitliche Wirkung hatte, da es sich um die Anhänger verschiedener Kandidaten handelte. Dagegen verbanden sich weiterhin alle Feinde des anwesenden Kandidaten zu einem allgemeinen Pfeifen und sogar Grammophone wurden vielfach wieder in Gang gesetzt. Zwischen den einzelnen Balkonen wurden politische Streitigkeiten mit einer durch die nächtliche Stunde verstärkten Erregung ausgetragen. Die meisten waren schon in Nachtkleidern und hatten nur Überröcke umgeworfen,
Die Frauen hüllten sich in dunkle Tücher, die unbeachteten Kinder kletterten beängstigend auf den Einfassungen der Balkone umher und kamen in immer größerer Zahl aus den dunklen Zimmern, in denen sie schon geschlafen hatten, hervor. Hier und da wurden einzelne unkenntliche Gegenstände von besonders Erhitzten in der Richtung ihrer Gegner geschleudert. Manchmal gelangten sie an ihr Ziel, meist aber fielen sie auf die Straße hinab, wo sie oft ein Wutgeheul hervorriefen. Wurde den führenden Männern unten der Lärm zu arg, so erhielten die Trommler und Trompeter den Auftrag einzugreifen und ihr schmetterndes, mit ganzer Kraft ausgeführtes, nicht enden wollendes Signal unterdrückte alle menschlichen Stimmen bis zu den Dächern der Häuser hinauf. Und immer, ganz plötzlich, man glaubte es kaum, hörten sie auf, worauf die hierfür offenbar eingeübte Menge auf der Straße in die für einen Augenblick eingetretene allgemeine Stille ihren Parteigesang emporbrüllte. Man sah im Lichte der Automobillaternen den Mund jedes Einzelnen weit geöffnet, bis dann die inzwischen zur Besinnung gekommenen Gegner 10-mal so stark wie früher aus allen Balkonen und Fenstern hervorschrien und die Partei unten nach ihrem kurzen Sieg zu einem für diese Höhe wenigstens gänzlichen Verstummen brachten. »Wie gefällt es dir, Kleiner?« fragte Brunelda, die sich eng hinter Karl hin und her drehte, um mit dem Gucker möglichst alles zu übersehen. Karl antwortete nur durch Kopfnicken. Nebenbei bemerkte er, wie Robinson dem Delamarck eifrig verschiedene Mitteilungen offenbar über Karls Verhalten machte, denen aber Delamarck keine Bedeutung beizumessen schien, denn er suchte Robinson mit der linken, mit der rechten hatte er Brunelda umfasst, immerfort beiseite zu schieben. »Willst du nicht durch den Gucker schauen?« fragte Brunelda und klopfte auf Karls Brust, um zu zeigen, dass sie ihn meine. »Ich sehe genug«, sagte Karl. »Versuch es doch«, sagte sie, »du wirst besser sehen.« »Ich habe gute Augen«, antwortete Karl, »ich sehe alles.« Er empfand es nicht als Liebenswürdigkeit, sondern als Störung, als sie den Gucker seinen Augen näherte, und tatsächlich sagte sie nun nichts als das eine Wort »Du«, melodisch, aber drohend. Und schon hatte Karl den Gucker an seinen Augen und sah nun tatsächlich nichts. »Ich sehe ja nichts«, sagte er. Und wollte den Gucker loswerden. Aber den Gucker hielt sie fest und den auf ihrer Brust eingebetteten Kopf konnte er weder zurück noch seitwärts schieben. »Jetzt siehst du aber schon«, sagte sie und drehte an der Schraube des Guckers. »Nein, ich sehe immer noch nichts«, sagte Karl und dachte daran, dass er Robinson ohne seinen Willen nun tatsächlich entlastet habe, denn Brunelders unerträgliche Launen wurden nun an ihm ausgelassen. »Wann wirst du denn endlich sehen?« sagte sie und drehte, Karl hatte nun sein ganzes Gesicht in ihrem schweren Atem, weiter an der Schraube. »Jetzt?« fragte sie. »Nein, nein, nein«, rief Karl, obwohl er nun tatsächlich, wenn auch nur sehr undeutlich, alles unterscheiden konnte. Aber gerade hatte Brunelda irgendetwas mit Delamarche zu tun. Sie hielt den Gucker nur lose vor Karls Gesicht und Karl konnte, ohne dass sie es besonders beachtete, unter dem Gucker hinweg auf die Straße sehen. Später bestand sie auch nicht mehr auf ihrem Willen und benutzte den Gucker für sich. Aus dem Gasthaus unten war ein Kellner getreten und aus der Türschwelle hin und her eilend nahm er die Bestellungen der Führer entgegen. Man sah, wie er sich streckte, um das Innere des Lokals zu übersehen und möglichst viel Bedienung herbeizurufen. Während dieser offenbar einem großen Freitrinken dienenden Vorbereitungen ließ der Kandidat nicht vom Reden ab. Sein Träger, der riesige, nur ihm dienende Mann, machte immer nach einigen Sätzen eine kleine Drehung, um die Rede allen Teilen der Menge zukommen zu lassen.
Der Kandidat hielt sich meist ganz zusammengekrümmt und versuchte mit ruckweisen Bewegungen der einen freien Hand und des Zylinders in der anderen seinen Worten möglichste Eindringlichkeit zu geben. Manchmal aber, in fast regelmäßigen Zwischenräumen, durchfuhr es ihn. Er erhob sich mit ausgebreiteten Armen, er redete nicht mehr eine Gruppe, sondern die Gesamtheit an. Er sprach zu den Bewohnern der Häuser bis zu den höchsten Stockwerken hinauf, und doch war es vollkommen klar, dass ihn schon in den untersten Stockwerken niemand hören konnte. Ja, dass ihm auch, wenn die Möglichkeit gewesen wäre, niemand hätte zuhören wollen, denn jedes Fenster und jeder Balkon war doch zumindest von einem schreienden Redner besetzt. Inzwischen brachten einige Kellner aus dem Gasthaus ein mit gefüllten, leuchtenden Gläsern besetztes Brett im Umfang eines Billards hervor. Die Führer organisierten die Verteilung, die in Form eines Vorbeimarsches an der Gasthaustür erfolgte. Aber obwohl die Gläser auf dem Brett immer wieder nachgefüllt wurden, genügten sie für die Menge nicht. Und zwei Reihen von Schankburschen mussten rechts und links vom Brett durchschlüpfen und die Menge weiterhin versorgen. Der Kandidat hatte natürlich mit dem Reden aufgehört und benützte die Pause, um sich neu zu kräftigen. Abseits von der Menge und dem grellen Licht trug ihn sein Träger langsam hin und her, und nur einige seiner nächsten Anhänger begleiteten ihn dort und sprachen zu ihm hinauf. »Sieh mal, den Kleinen«, sagte Brunelda, »er vergisst vor lauter Schauen, wo er ist.« Und sie überraschte Karl und drehte mit beiden Händen sein Gesicht sich zu, so dass sie ihm in die Augen sah. Es dauerte aber nur einen Augenblick, denn Karl schüttelte gleich ihre Hände ab und ärgerlich darüber, dass man ihn nicht ein Weilchen in Ruhe ließ und gleichzeitig voll Lust auf die Straße zu gehen und alles von der Nähe anzusehen, suchte er sich nun mit aller Kraft vom Druck Brunelders zu befreien und sagte, »Bitte lassen Sie mich weg.« »Du wirst bei uns bleiben«, sagte de la Marche, ohne den Blick von der Straße zu wenden, und streckte nur eine Hand aus, um Karl am Weggehen zu verhindern. »Lass nur«, sagte Brunelda und wehrte die Hand des de la Marche ab, »er bleibt ja schon.« Und sie drückte Karl noch fester ans Geländer. Er hätte mit ihr raufen müssen, um sich von ihr zu befreien. Und wenn ihm das auch gelungen wäre, was hätte er damit erreicht? Links von ihm stand de la Marche, rechts hatte sich nun Robinson aufgestellt. Er war in einer regelrechten Gefangenschaft. »Sei froh, dass man dich nicht hinauswirft«, sagte Robinson und beklopfte Karl mit der Hand, die er unter Brunelders Arm durchgezogen hatte. »Hinauswirft«, sagte de la Marche. »Einen entlaufenen Dieb wirft man nicht hinaus, den übergibt man der Polizei. Und das kann ihm gleich morgen früh geschehen, wenn er nicht ganz ruhig ist.« Von diesem Augenblick an hatte Karl an dem Schauspiel unten keine Freude mehr. Nur gezwungen, weil er Brunelders wegen sich nicht aufrichten konnte, beugte er sich ein wenig über das Geländer. Voll eigener Sorgen, mit zerstreuten Blicken sah er die Leute unten an, die in Gruppen von etwa 20 Mann vor die Gasthaustüre traten, die Gläser ergriffen, sich umdrehten und diese Gläser in der Richtung gegen den jetzt mit sich beschäftigten Kandidaten schwenkten, einen Parteigruß ausriefen, die Gläser leerten und sie, jedenfalls dröhnend, in dieser Höhe aber unhörbar, auf das Brett wieder niederzusetzen, um einer neuen, vor Ungeduld lärmenden Gruppe Platz zu machen. Über Auftrag der Führer war die Kapelle, die bisher im Gasthaus gespielt hatte, auf die Gasse getreten. Ihre großen Blasinstrumente strahlten aus der dunklen Menge, aber ihr Spiel verging fast im allgemeinen Lärm. Die Straße war nun, wenigstens auf der Seite, wo sich das Gasthaus befand, weithin mit Menschen angefüllt. Von oben, woher Karl am Morgen im Automobil gekommen war, strömten sie herab. Von unten, von der Brücke her, liefen sie herauf. Und selbst die Leute in den Häusern hatten der Verlockung nicht widerstehen können, in diese Angelegenheit mit eigenen Händen einzugreifen. Auf den Balkonen und in den Fenstern waren fast nur Frauen und Kinder zurückgeblieben,
während die Männer unten aus den Haustüren drängten. Nun aber hatte die Musik und die Bewirtung den Zweck erreicht, die Versammlung war genügend groß, ein von zwei Automobillaternen flankierter Führer winkte der Musik ab, stieß einen starken Pfiff aus, und nun sah man den ein wenig abgeirrten Träger mit dem Kandidaten durch einen von Anhängern gebahnten Weg eiligst herbeikommen. Kaum war er bei der Gasthaustüre, begann der Kandidat im Schein der nun im engen Kreis um ihn gehaltenen Automobillaternen seine neue Rede. Aber nun war alles viel schwieriger als früher. Der Träger hatte nicht die geringste Bewegungsfreiheit mehr, das Gedränge war zu groß. Die nächsten Anhänger, die früher mit allen möglichen Mitteln die Wirkung der Reden des Kandidaten zu verstärken versucht hatten, hatten nun Mühe, sich in seiner Nähe zu erhalten. Wohl 20 hielten sich mit aller Anstrengung am Träger fest. Aber selbst dieser starke Mann konnte keinen Schritt nach seinem Willen mehr machen, eine Einflussnahme auf die Menge durch bestimmte Wendungen oder durch passendes Vorrücken oder Zurückweichen war nicht mehr zu denken. Die Menge flutete ohne Plan, einer lag am anderen, keiner stand mehr aufrecht, die Gegner schienen sich durch neues Publikum sehr vermehrt zu haben, der Träger hatte sich lange in der Nähe der Gasthaustüre gehalten, nun aber ließ er sich, scheinbar ohne Widerstand, die Gasse auf- und abwärts treiben. Der Kandidat redete immer fort, aber es war nicht mehr ganz klar, ob er sein Programm auseinanderlegte oder um Hilfe rief. Wenn nicht alles täuschte, hatte sich auch ein Gegenkandidat eingefunden oder gar mehrere, denn hier und da sah man in irgendeinem plötzlich aufflammenden Licht einen von der Menge emporgehobenen Mann mit bleichem Gesicht und geballten Fäusten eine von vielstimmigen Rufen begrüßte Rede halten. »Was geschieht denn da?« fragte Karl und wandte sich in atemloser Verwirrung an seine Wächter. »Wie es den Kleinen aufregt«, sagte Brunelda zu Delamarche und fasste Karl am Kinn, um seinen Kopf an sich zu ziehen. Aber das hatte Karl nicht wollen und er schüttelte sich, durch die Vorgänge auf der Straße förmlich rücksichtslos gemacht, so stark, dass Brunelda ihn nicht nur losließ, sondern zurückwich und ihn gänzlich freigab. »Jetzt hast du genug gesehen«, sagte sie, offenbar durch Karls Benehmen böse gemacht. »Geh ins Zimmer, bette auf und bereite alles für die Nacht vor.« Sie streckte die Hand nach dem Zimmer aus. Das war ja die Richtung, die Karl schon seit einigen Stunden nehmen wollte. Er widersprach mit keinem Wort. Da hörte man von der Gasse her das Krachen von viel zersplitterndem Glas. Karl konnte sich nicht bezwingen und sprang noch rasch zum Geländer, um flüchtig noch einmal hinunterzuschauen. Ein Anschlag der Gegner und vielleicht ein entscheidender war geglückt. Die Automobillaternen der Anhänger, die mit ihrem starken Licht wenigstens die Hauptvorgänge vor der gesamten Öffentlichkeit geschehen ließen und dadurch alles in gewissen Grenzen gehalten hatten, waren sämtlich und gleichzeitig zerschmettert worden. Den Kandidaten und seinen Träger umfing nun die gemeinsame, unsichere Beleuchtung, die in ihrer plötzlichen Ausbreitung wie völlige Finsternis wirkte. Auch nicht beiläufig hätte man jetzt angeben können, wo sich der Kandidat befand, und das Täuschende des Dunkels wurde noch vermehrt durch einen gerade einsetzenden, breiten, einheitlichen Gesang, der von unten, von der Brücke her, sich näherte. »Habe ich dir nicht gesagt, was du jetzt zu tun hast?« sagte Brunelda. »Beeile dich, ich bin müde«, fügte sie hinzu und streckte dann die Arme in die Höhe, so dass sich ihre Brust noch viel mehr wölbte als gewöhnlich. Delamarche, der sich noch immer umfasst hielt, zog sie mit sich in eine Ecke des Balkons. Robinson ging ihnen nach, um die Überbleibsel seines Essens, die noch dort lagen, beiseite zu schieben. Diese günstige Gelegenheit musste Karl ausnützen. Jetzt war keine Zeit hinunterzuschauen. Von den Vorgängen auf der Straße würde er unten noch genug sehen und mehr als von hier oben. In zwei Sprüngen eilte er durch das rötlich beleuchtete Zimmer, aber die Tür war verschlossen und der Schlüssel abgezogen. Der musste jetzt gefunden werden, aber wer wollte in dieser Unordnung einen Schlüssel finden und gar in der kurzen, kostbaren Zeit, die Karl zur Verfügung stand?
Jetzt hätte er schon eigentlich auf der Treppe sein, hätte laufen und laufen sollen. Und nun suchte er den Schlüssel, suchte ihn in allen zugänglichen Schubladen, stöberte auf den Tisch herum, wo verschiedenes Essgeschirr servierten und irgendeine angefangene Stickerei herumlagen, wurde durch einen Lehnstuhl angelockt, auf dem ein ganz verfilzter Haufen alter Kleidungsstücke sich befand, in denen der Schlüssel sich möglicherweise befinden, aber niemals aufgefunden werden konnte, und warf sich schließlich auf das tatsächlich übel riechende Kanapee, um in allen Ecken und Falten nach dem Schlüssel zu tasten. Dann ließ er vom Suchen ab und stockte in der Mitte des Zimmers. Gewiss hatte Brunelda den Schlüssel an ihrem Gürtel befestigt, sagte er sich. Dort hingen ja so viele Sachen, alles Suchen war umsonst. Und blindlings ergriff Karl zwei Messer und bohrte sie zwischen die Türflügel, eins oben, eins unten, um zwei voneinander entfernte Angriffspunkte zu erhalten. Kaum hatte er an den Messern gezogen, brachen natürlich die Klingen entzwei. Er hatte nichts anderes wollen. Die Stümpfe, die er nun fester einbohren konnte, würden desto besser halten. Und nun zog er mit aller Kraft, die Arme weit ausgebreitet, die Beine weit auseinander gestemmt, stöhnend und dabei genau auf die Tür aufpassend. Sie würde nicht auf die Dauer widerstehen können. Das erkannte er mit Freuden aus dem deutlich hörbaren sich lockern der Riegel. Je langsamer es aber ging, desto richtiger war es. Aufspringen durfte ja das Schloss gar nicht, sonst würde man ja auf dem Balkon aufmerksam werden. Das Schloss musste sich vielmehr ganz langsam voneinander lösen. Und darauf arbeitete Karl mit größter Vorsicht hin, die Augen immer mehr dem Schlosse nähernd.